Hallöchen, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Warcraft Testversion MOP Folge 10. Ich sollte mal auf Welt betreten klicken. Ich bin schon drin und warte auf dich. Du wartest auf mich. Ah, da bist du ja. Da bin ich. So, jetzt müssen wir 5 Staubläufer der Klingenmähnen töten und Schlachtwachen der Klingenmähnen töten. Machen wir. Nichts leichter als das. Zum Glück hast du nichts lieber als das, weil ich würde gerade alles lieber tun, als irgendwelche Schlachtwachen zu schlachten. Ja, ne? Irgendwie schon. Naja, komm. Parieren. Parieren geht über Studieren. Parieren geht über Studieren. Genau. So ist das Leben. Immer schön parieren, studieren. Es dauert aber auch einfach ewig mit den Kills hier, es ist wirklich... Ah, da vorne habe ich schon mal so einen Staubläufer, das sind die Schamanen dieser, Stachelschweine. Da hast du aber richtig Schwein gehabt. Also wenn man diesen Siegesrausch am Anfang des Kampfes nicht hat, kann sowas echt ewig dauern, oder? Ja. Pass auf, die rennen jetzt weg, wenn du sie fast tot hast, also... Sind auch noch feige, die Viecher. Also so wie ich. Ja. So like you. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. So like you. Killclaw? Ach nö. Lass mal. Ich bin heute mal nett. Das wäre nicht lieb. Ich bin heute mal nett. Nett, 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 nett. Du hast ein Dit gekauft. Was? Das ist nett. Im Netto. Oder im Internet. Im netten, beim netten Indern, ne? Oh, oh, oh. Der war gut, solch war. Juxereien von dir. Was? Solch Juxereien von dir. Komm, du glaubst ihn mal. Ja. Ja, der ist nicht weggelaufen. Oh. Über 9000. Und wieder wegschnetzeln. Over 1000, 1 million. People are dead. Was? Machst du gerade Martin Luther King nach? Nein. Warum? Hat sich das so angehört? Ich weiß nicht, ich hab die Rede nur noch so im halben Hinterkopf. Ja, ich hab nur einen halben Hinterkopf. Ich kenn keine Rede von dem, tut mir leid. Wenn ich gerade die Rede von Martin Luther King nachgemacht haben sollte, dann war das ein Versehen. Und keine Schleichwerbung. Für Martin Luther ja, King. Ja, Schleichwerbung. Für Martin Luther, richtig. Junge, in welchen Zeiten lebst du? Das ist doch so ein Schauspieler. Richtig, richtig. Der spielt doch in dem einen Film mit hier. Der Film heißt, glaube ich, Martin Luther King. Nee, der Film heißt ziemlich beste Freund. Digga, du glaubst, nee, jetzt ernsthaft mal. Martin Luther King war so ein Komponist. Nein. Nicht? Nein, Martin Luther King war ein Freiheitskämpfer für die Schwarzen. Hat er nicht auch Musik gemacht? Eher weniger. Sagen wir es mal so. Er hat unter der Dusche gesungen, also er hat auch Musik gemacht. Steht in seiner Biografie, er hat gerne unter der Dusche gesungen, das heißt, er war auch Komponist in. Kann ich noch nicht tun. Komponist in. Im entfernten Sinne. Ja, aber ganz weit entfernt. Ja, hier bei uns kann man sogar noch was lernen, auch wenn man es eigentlich gar nicht will. Kannst du jetzt mal angreifen da bitte? Ich brauche noch einen Staubläufer. Und der ist da vorne. Ich wette, der schnappt sich jetzt genau den. Ja, sag ich doch, den ich mir gerade nehmen will. Bist denn du? Ja, dich nehme ich mir auch. Komme ich auch mit ganz zurecht. Ich werde dich töten. Und wenn du tot bist, dann wirst du nicht mehr leben. Oh mein Gott. Das hätte ich ihm jetzt aber nicht gesagt. Ich glaube, da kriegt er Angst. Ach. Darum geht's. Dass er afraid bekommt. Afraid? Dass er 4 bekommt.
4, nicht 5. So. Und mir ist gerade was aufgefallen. Was denn? Dass ich nicht im geringsten auf die Zeit geguckt habe. Und ich mal annehme, dass du das auch nicht gemacht hast. Das heißt, weil das wird eine Folge nach Gefühl. Na super. Oh. Ich kenne doch deine Gefühle. Na, so ungefähr weiß ich's. Ich nehme an, wir haben jetzt 15 angefangen oder so. Keine Ahnung. Ja, das nennt sich Vorbereitung, liebe Zuschauer. Ja. Wir ziehen das Ganze jetzt bis mindestens 30 durch. So. Wer wissen will, wie spät es ist, da oben ist eine Uhr bei WoW. Stimmt, da ist wirklich eine Uhr. Ist mir gar nicht aufgefallen. Tja. Was dir alles so nicht auffällt. Vor allem, wir müssen alle Viecher nochmal killen, die wir gerade eben gekillt haben, nur um zurück zum Quest zu kommen. Das ist so nervig. Ja. Soll vorkommen. Passiert. Machen wir weiter. Ja. Von so etwas lassen wir uns nicht unterkriegen. Geschweige denn aufhalten von selbst. Von sowas lassen wir uns nicht unterbuttern, von sowas lassen wir uns nur überbuttern. Ah, ich bin mehr so der Typ Margarine. Ich auch. Um ehrlich zu sein. Nein, also an sich hasse ich allgemein Butter. Mensch, diese Outung, dieses Outing hier. Dieses Outung. In dieser Folge. Outung. Ah, das ist die Abkürzung für Auto-Tuning. Outung. Haha. Da rennt was Grünes hinterher. Ja, ein Ogre. Stirb, Shrek. Shrek, der grüne Skorpion. Der Name dieser Folge. Mein Gott, ich sollte wirklich Titel in meine Folgen einbauen. Also. Er ist ziemlich schräg. So. Was ihr wolle. Was ich wille, nüscht. Ich will Waffe zum Verkaufen. Ja, umso teurer, umso besser. Hey, wir brauchen nur noch einen. Euer Ruf bei der Fraktion Orgrimmar hat sich um 250 erhöht. Schweineschlachten. Ich habe Hunger. Yummy. Wie er zurückläuft. So. Einen Quest müssen wir noch machen. Einen Quest. Helft Sentaji. Können wir eigentlich noch über Wasser laufen? Weiß ich nicht. Nee, sieht nicht so aus. Nee. Der Buff ging 10 Minuten. Boah, ist ja voll boring. Ja, war. So, und wir müssen jetzt nur noch diesem Sentai helfen. Sentai. Diese fucking Skorpione, Alter. Können die schwimmen? Ich hoffe nicht. Wo ist denn der Sentai? Ach, da. Warte auf mir! Was haben die Skorpione denn mit mir? Ganz ehrlich, ich hab denen nichts getan. Ich hab die nicht mal schief angeguckt. Familientreffen. Like you me, so are you. Oh, jetzt kommt hier rechts so ein Kackviech. Ich unterstütze dich. Ich töte deinen Opa. Okay, das kann man jetzt auch als Drohung interpretieren. Und es ist auch nicht mein Opa. Oh. Ups. Hätte ich das sagen sollen? Egal. Ist mir jetzt egal. Ist mir jetzt egal. In meinem Keller liegen sowieso schon 1000 Leichen, also daher. Ja. Bei mir auf dem Küchentisch. Ganz ruhig. Vor allem dann, aber das Problem ist, ich bin's nicht gewesen, aber ich kann's nicht beweisen. Alles klar. Und drei überall launische, ist Blut. Drei launische Ebenenschreiter. Zum Flieh was? Zum Fliehen gebracht. Achso, wir müssen das heißt, jetzt... Das heißt, du musst eigentlich nur mit den Kämpfen bis sie vor die wegrennen. Also eigentlich nur angucken. In deinem Fall ja. Bist du ein launischer Ebenenschreiter? Ja, bist du. Okay. Buh! Ich hab ihn erschrocken. Buh! Buh!
schau dir mein Gesicht an. Oh Gott, ist das viel besser. Spricht jetzt über mich? Auch. Und da rennt's. Tschüss. So. Natürlich habe ich wieder die Agro von so einem scheiß Vieh. Oh Mann. Was? Überall hier Skorpione und Reptoren und was weiß ich. Wir machen jetzt noch die Aufgabe mit den Ebenschreitern und. Ja, dann war es das eigentlich auch schon wieder. Ja, dann geben wir die noch ab und dann geben wir den Hauptquest, den wir haben, allen Leuten zu helfen, ab. Ja. Würde ich sagen. Wird man das noch machen? Ist in Ordnung. Könnte dann zwar etwas länger werden, aber. Läuft. Boah, sag bloß nicht, dies läuft, ey. Kannst du mal das Krokodil nehmen? Ich will den Ebenschreiter da hinten. Welches Krokodil? Egal. Ach, das da. Was dich eigentlich hätte angreifen sollen? Was mich aber nicht angegriffen hat, weil ich es, hypnotisiert habe. Oder bezahlt habe. Genau so sieht's aus. Wie eine Nutte. Like a nude? Like a noodle. Like a noodle. Like a Teigware. Like a Teigware. Genau. Ich hasse Raptoren, ich hasse einfach alles. Stöhn hier nicht rum. Oh. Oh, hier ist ein Riesenschwein. Ach nee, es ist ein normales Schwein, aber es sieht riesig aus. So, mein letzter Ebenschreiter. Nicht genug gewohnt. Ich brauch noch einen. Mehr Wut. Ich hab eine Raptorei gefunden. Raptorei? Ja. Mohaha, es ist geflüchtet. Ja, es Was? Ist geflüchtet. Ich find hier kein Kackviech mehr von diesen Drecksvieh. Hier ist ein Riesenskorpion mit viel Erfahrung. Aber weißt du was, den werde ich jetzt nicht töten, weil ich dann Level 10 erreicht habe. Obwohl, doch, das werde ich mal machen. Aber Talent ist gelungen und alles... Ach nee, Talent ist erst mit Level 15 dran. Nee, schon mit Level 10. Ich vergesse das immer. Und das Vieh sieht ganz so aus, als würde es mich töten. Jonas, ich brauche deine Hilfe. Ich komme schon. Also ich versuche. So. Kacke, ist das Vieh stark. Ein bisschen. Raus aus der grünen Suppe. Ich hab gekocht, du Schwein. Oh, ich bin Level 10, ein Glück. Ja, Talent ist gelungen und so gucken wir uns dann am Anfang der nächsten Folge an. Ich hab jetzt auch einen Umhang mit Einbeweglichkeit bekommen. Das ist schön für dich. Mir fehlt immer noch so ein scheiß Ebenschreiter. Das bringt mir zwar nicht viel, aber... Ich gehe schon mal zurück, wo ich den Quest abgeben kann. Dort warte ich auf dich. Bis du deinen letzten Ebenschreiter gefunden hast. Okay? Ebi. Komm her, Ebi. Komm. Ja, komm. Ja, wo bist du denn? Gut, dann halt keins. Wenn man meins braucht, ist immer keins da. Und wenn man Viecher nicht braucht, dann kommen sie in Massen. So. Wo seid ihr denn hier? Ach, diese Kackviecher, ey. Die will doch kein Mensch haben. Keiner liebt euch. Da ist ein Krokodil, da ist ein alter, gescheckter Eber. Hast du es gescheckt? Ja, ich hab's gecheckt. Ah, okay, da ist er. Sehr schön. Los, lass mich dich angreifen, Mistviech. So. Na los, geh flüchten. Du willst doch gar nicht. Du willst doch gar nicht kämpfen. Hau ab. Hallo, Mann. Sehr schön. Ich komme zurück. So, nur mal für die, die es jetzt unbedingt sehen wollen. Ah, Unique Content und so. Ja, jetzt ja. Jetzt müssen wir auch noch ein Vieh töten. Oh. Okay, das wird wirklich eine etwas längere Folge. Wahrscheinlich so ein legendäres Viech oder so ein Scheiß. Nee. Also hier so sieht die Talente-Spezialisierung dann am Ende aus. Dann würde ich doch ehrlich gesagt sagen, dass wir dann nach den Quests nur noch abgeben, weil es sonst echt zu lang wird.
Jo. Ladida, ich bin so normal wie eine Eindeulernote. Ah, oh, ich sehe dich. Hier kommt der Delfin. Gib mir deine Quest. Hiebkreischer getötet. Sag ich doch, das ist so ein Viech, was wahrscheinlich nur einmal vorkommt. Wir werden ewig warten müssen, bis es wieder gespawnt wird. Naja, auf. Wenn wir zur selben Zeit angreifen, dann vielleicht doch nicht. Also, vielleicht zählt es ja dann für uns beide. Ich mag Krokodile nicht. Du ziehst jetzt immer mehr hinter dir her. Ich würde sie töten, ganz ehrlich. Ich nehme einen, du nimmst den anderen. Na gut, der eine rennt schon weg. Aber, naja. Zack, Immer ruf auf zack. das Viech. Wuhu. Ja, den Raptoren können wir auch, uns auch Mach das gleich mal. vornehmen. Ich guck gemütlich zu. La 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 la. Na ni na 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 na. Sehr schön. Malachit. Hat nichts mit Molotow-Cocktail zu tun. Ernsthaft? Ja. Sicher? Ja, auch. Wirklich? Nee. Glaub dir nicht. Ich mir auch nicht. Du glaubst dir selber nicht. Nee. Haha! Ah. Rickere, Kannst du nicht mal vorgehen? rickere. Na, hier wäre noch ein Ebenschreiter gewesen. Da rennt das Toll. Vieh, da rennt das Vieh. Ja, nimm's dir. Nimm's dir ruhig als erstes. Ich muss erstmal kämpfen gegen den Scheiß-Skorpion. Ja, Problem ist nur, dass mich noch ein anderes Raptor angreift und ich die beiden nicht packe. Das heißt, ich wäre sehr dankeschön, Ich wenn. weiß jetzt nicht, wen ich angegriffen habe. Ach, den Hiebkreischer auch noch. Na toll. Scheiße, Leute. Los, Oh, und der Wander. hat für dich gezählt. Großartig. Ja? Ja. Nee, für mich hat. Nein, hier steht Hiebkreischer nicht getötet. Also, dass ich ihn nicht getötet habe. Ach so, sorry. War doch nicht. Wollte schon sagen. Oh, ich habe jetzt erstmal schön in den Chat geschrieben. W. La da 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 da. Ich warte auf den Hiebkreischer, dass er mir Wasser wandeln. Tschüss. Oh, da ist noch Ja. so ein scheiß Raptor. Wo bist du? Ja, hier. Und du musst jetzt warten, bis der Hiebkreischer wiederkommt. Ich weiß. Ach, Leute. Kann ich nicht einfach auf die Leiche einschlagen? Nein, das kannst du leider nicht. Guck, ich hab ihn getreten. Das war Da hinten. Da schrecklich. hinten. Oh ja, ich hole ihn mir. Attacke. Hallo? Attacke mit Hallo? Donnerblitz! Entschuldigung. Dönerblitzattacke. Dönerblitzattacke. Du kannst mir jetzt übrigens helfen. Aber nur, wenn du Lust hast. Ich brauche nicht unbedingt Hilfe. Oder doch, ich weiß es nicht. Käse ist gelb. Woher weißt du das? Insider. Google. Google Käsesuche. Oh, Inventar ist voll. Kann ich hiervon irgendwas benutzen vielleicht? Oder irgendwie was wegschmeißen? Na komm. Ich werde jetzt, wenn es hier irgendwer sieht und das, was ich gerade gemacht habe, wird gleich irgendwer in die Kra Kommentare würde irgendwer in die Kommentare schreiben. Was? Warum hast du das benutzt? Bist du bescheuert oder was? Na. Natürlich, ich ziehe wieder die Aufmerksamkeit deines Stachelskorpions auf mich. Ja. Und ich muss den Müll hinter dir wegräumen. Ach, musst du nicht. Ich wäre auch einfach nur weitergelaufen.
und am Ende verfolgen uns 1000 Viecher oder was? Ja. Nicht genug. Dachte ich eigentlich. Du willst ja nur, dass diesen Engel in der Todeswelt wiedersehen, weil du dich sofort in ihn verliebt hast. Das stimmt, aber er war echt heiß. Hot Angel. Es war kein Engel, es war ein No Angel. Aua. Aua. Was tut denn da so weh? Aua. Achso, Kreos. Ich habe die Krankheit, Kreos. Das ist eine anerkannte Volkskrankheit. Das ist ein Virus. Ob ich dem Viech aus dem Weg gehen kann? Aber ich will ihm nicht aus dem Weg gehen. Haha, und ich will dir helfen. Oh ja, weil immer ich rauf. Dein ins Gesicht. Bin. Immer ins Gesicht. Immer auf die Nase, da tut's am meisten weh. Genau, Bruder, zeig's ihm. Yo, Mann. Ja. Ich glaube, mit dir ist inzwischen das WoW-Gehen durchgegangen. Quest beenden. Hallo? Quest beenden? Achso, ich muss jetzt irgendwas wegschmeißen. Ja, meine Tasche ist ja voll. Ja, komm, weg damit. Ja, zerstören. Und herzlichen Glückwunsch zum Level Up, lieber Kreos. Du bist Level 10 und du... In der nächsten Folge machen wir ausführlich ja am Anfang dann die Talente, die wir jetzt zur Verfügung haben. Ich guck mir gerade hier mal ganz kurz durch. Ah, okay, ich glaube, ich weiß schon, was ich so nehmen werde. Aber okay. Naja, und dann würde ich sagen, 3 Folgen reichen erstmal. Ja. War echt lustig, muss ich schon sagen. Muss ich auch sagen. Und war wieder toll. Jo. Und das war eine Premiere, und zwar die 10. Folge von Let's Play World of Warcraft MWP Testversion. Folge 10, Level 10. Es läuft einfach nur super. Ne? Hui! Juhu! Und wir sehen uns dann, und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Und ich würde sagen, bis dahin, liebe Freunde. Tschüss. Tschö, tschö, sagt wieder euer Kreos. Bye, bye.